Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Was macht man, wenn man im Abstiegskampf steckt? Dann wäre gut, wenn man Ruhe in der Mannschaft hat. Dann wäre gut, wenn man Ruhe im ganzen Verein hätte. Die zwei Clubs haben aber diese Woche bewiesen, dass sie das ein bisschen anders handhaben. Kann man so machen? Muss man nicht unbedingt. Der Grasshopper Club Zürich, der hat Stefan Anniker gesagt, ich lege mein Amt per sofort nieder. Der CEO, der Manuel Huber, tritt Ende Saison ab. Einen neuen Präsident hat man mit dem Stefan Rietiker Mitte dieser Woche auch schon präsentiert. Bei Xamax da hat man entschieden, junge Spieler sind unsere Zukunft. Unser Trainer Stefan Anschau kann das aber nicht mit Jungen arbeiten. Darum hat man einen neuen Trainer vorgestellt für die neue Saison, nämlich der Joël Magnin. Und damit grüße ich mich dran, ganz herzlich willkommen beim Teleclub, willkommen bei Kickoff. Wir reden natürlich über die beiden Abstiegskandidaten. Das mache ich mit meinen Kandidaten auf dem Sofa. Der Dani Gigax ist da, willkommen. Hallo, Stef. Und der Gaetano Cialanza, auch dir willkommen, Gaeti. Stefan. Wie fest seid ihr überrascht gewesen, ob diese News von diesen beiden Clubs diese Woche, Dani? Also, ich finde, GC hat etwas machen müssen. Ob es jetzt der beste Zeitpunkt war, über den Zeitpunkt lässt sich immer streiten. Aber ich glaube, es war wirklich höchste Eisenbahn, dass sie etwas machen. Stefan Rietiker hat wirklich bei seiner Vorstellung habe ich beeindruckt gefunden, wie er auftreten ist. Der ganze Plan hat keine Angriffsfläche geboten. Und das war ein guter Schachzug. Auf der anderen Seite, Xamax hat sich auch wieder ins Spiel gebracht, wie du gesagt hast. Es hat ein bisschen Unruhe gegeben. Ja. Stefan Anschau macht das im Moment nicht schlecht, dass man jetzt zu dem Zeitpunkt einen neuen Trainer präsentiert hat. Auch dort glaube ich, man kann es so machen, aber wenn man dann in Zukunft nicht die gewünschten Resultate hat, denke ich, ist es der falsche Zeitpunkt gewesen. Also man kann es anschauen, wie man will. Es ist immer ein falscher Zeitpunkt. Und wir haben eine super gespielte Woche gesagt, es ist halt einfach Fußball. Spieler kommen und gehen und Trainer kommen und gehen. Ist das einfach das Business? Ja, das ist schon so. Es ist halt sehr schnelllebig, oder? Und ich glaube auch, wie Dani gesagt hat, der Zeitpunkt ist sicher nicht der beste. Ich glaube, das ist jetzt nicht von gestern auf heute passiert. Das ist schon eine Überlegung vom Präsidenten von Xamax. Habe ich das Gefühl, das ist schon länger in seinem Kopf von der Planung. Er weiß, dass etwas passieren muss. Sie haben auch jetzt einen neuen Sportchef, der ab dem Sommer dann dort ist. Also ich glaube, das war ein bisschen geplant. Der Zeitpunkt ist natürlich es. Der richtige Zeitpunkt war für mich auch nicht richtig. Wir werden den Zeitpunkt auch noch wählen und über die beiden Mannschaften reden. Beiden steht also das Wasser eigentlich bis zum Hals in der Raiffeisen Super League. Und jetzt warten Aufgaben an diesem Wochenende, die auch nicht unbedingt einfach sind. Runde 26 von der Raiffeisen Super League. Da könnt ihr bei uns schauen, am Samstag Luzern gegen FC Basel geht der Lauf von Thomas Heberli weiter dann im Free TV, Teleclub Zoom, neu beim Swisscom TV auf dem Kanal 0. Können wir Sio gegen FC Zürich schauen. Da kannst du wahrscheinlich ein Fünfli über die Luft werfen, würde ich mal sagen. Dann am Sonntag GC gegen FC Lugano. Lugano Nummer 3 im Land aktuell. In der Rückrunde. Dann haben wir Xamax gegen FC Thun. Das Team von Marc Schneider wird nach 4 Spielen, die man nicht mehr gewinnen können, endlich wieder reüssieren. Und ich empfehle am Sonntag noch der FC St. Gallen daheim. Vielleicht ein bisschen Makulatur. Reden wir aber zuerst über GC gegen FC Lugano. Vorab noch die Information, dass man das abgebrochene Spiel Sio gegen GC noch nicht gewertet hat bei der Swiss Football League. Wir gehen schwer davon aus, dass es da eine Forfait-Niederlage gibt für den Grasshopper Club Zürich. Der Stefan Anniker, wir haben schon darüber geredet, es war ein Knall, als er zurücktreten ist. Er hat gesagt, der Entscheid ist schon vor dem Skandalspiel in Sio gefallen. Nämlich nach dem Last Minute, nach der Niederlage gegen IB. Ist es richtig? Ist es ein wichtiges Zeichen? Ist es ein positives Zeichen oder ein negatives? Also ich glaube auch, vom Präsident hat es wahrscheinlich gesagt, er hat alles versucht in den letzten Jahren. Er hat probiert, den Club, oder hat wollen, den Club zu stabilisieren und er hat es irgendwie nicht geschafft. Ich glaube, jetzt hat er gesagt, jetzt ist einfach die letzte Chance, dass vielleicht sich der Club wirklich jetzt kann sich noch retten kann. Auch wieder zurücktreten. Vor allem jetzt ist klar, er hat es schon vorher entschieden. Aber ich glaube, mit dem, was noch in Sion passiert ist, ist einfach noch, eben, hat er gesagt, das ist die Zeit für mich. Oder? Ich lasse jetzt überlasse den Club einen neuen Präsidenten. Und ich hoffe, dass sie sich noch aus dieser Situation einfach retten. Und von dem her hat er einfach gesagt, los, da habe ich alles gegeben, bis jetzt. Ich habe es nicht geschafft.
Jetzt hoffe ich, dass es ohne mich schafft. Ich glaube, er hat nichts zu verlieren gehabt. Mhm. Ich finde es auch, es war ein mutiger Entscheid von ihm. Aber vielleicht auch ein positives Zeichen vielleicht auch die Mannschaft. Dass der CEO, der Manuel Huber, sagt, ich höre Ende Saison auch auf, aber ich bleibe jetzt noch, ist wahrscheinlich auch der richtige Entscheid. Ich meine, wenn er jetzt auch noch wäre gegangen, ja, dann wäre wahrscheinlich das Schiff versuche ich auf dem offenen Meer rumgeschwommen und keiner hätte irgendwie den Lead gehabt. Entschuldigung, also ich glaube, es ist schon gut, dass er noch bis Ende Saison da ist. Kann vielleicht dann der Präsident auch noch ein bisschen unterstützen, was dann die Vorbereitung betrifft auf die neue Saison. Kann das ein bisschen übergeben. Ich glaube, das ist ein guter Entscheid. Der neue Präsident ist schon unglaublich schnell gegangen. Es ist schon nichts durchgesickert. Das kennt man nicht beim Grasshopper Club Zürich. Es ist kein Name durchgesickert. Der Stefan Rietiger, ein Arzt, ein Unternehmer, der häufig hat Unternehmen übernommen, die in Krisensituationen waren, die bedroht waren vom Konkurs. Du hast gesehen, er hat dir Eindruck gemacht, weil er keine Angriffsfläche geboten hat. Er sagt zwar, er versteht nicht viel von Fußball. Muss er das? Wenn du nicht reinmischst, ist es nicht. Das ist eben das Problem. Nach ein paar Monaten, wo jetzt eben Präsidenten Clubs übernehmen, dann sage ich immer, ist ein bisschen die Tendenz, dass sie auch ein bisschen reinreden wollen, wollen ein bisschen wissen, was ist. Aber wenn er sich im Hintergrund kann sich da stabilisieren und dem Verein auch die Sicherheit geben, ich bin da, aber mache die Sportlichen und ich probiere einfach den Club hinten zu stabilisieren, dann kann es sicher ein guter Entscheid sein, dass man ihn nimmt. Der kennt auch den ganzen Verein, der auch schon länger dabei ist. Also aber er ist schon länger dabei, der Gönnervereinigung. Genau. Er weiß ein bisschen, was läuft. Tonstig Club. Genau, er weiß ein bisschen, was läuft. Jetzt muss man halt schauen. Oder? Aber auch, am wichtigsten sind die Resultate. Ohne das Resultat kannst du der beste Präsident sein. Und er kann, wie der Dani gesagt hat, ist beeindruckend gewesen, wie er sich gegeben hat und so. Aber wenn die Resultate nicht da sind, dann nützt es auch nicht. Also, wir haben Stefan Rietiger getroffen diese Woche und haben ihn gefragt, was ist das Erste, was er machen muss, was hat die oberste Priorität? Ja, das Wichtigste ist, dass wir mal einen CEO suchen und einen neuen Sportchef finden. Ich glaube, das ist auf der personellen Seite das Wichtigste und alles andere wird sich weisen. Der Abstieg war doch auch schon unwahrscheinlicher gewesen. Was passiert mit GC, wenn der Worst Case eintrifft? Wenn der Worst Case eintrifft, trifft er ein und das Leben geht weiter. Und wir werden auch dann versuchen, wieder zum Erfolg anzuknüpfen. Mit Ihnen dabei? Jawohl. Er sagt, er bleibt dabei, auch wenn sie würden absteigen. Man hat so das Gefühl, er hat eine gewisse Distanz. Aber wie findet er jetzt einen CEO und einen Sportchef, wenn er sagt, er hat keine Ahnung von Fußball? Wer hilft Ihnen da jetzt? Und der Entscheid, der muss sitzen. Also die Patronen muss sitzen, finde ich. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also eben, sind ja noch Leute da auch im Gremium, die auch noch etwas von Fußball verstehen, die, denke ich, auch ihr Netzwerk haben. Und sie werden sich, er hat ja gesagt, bei der Präsentation, er wird nicht irgendwie aus der Hüfte rausschiessen. Mhm. Also wird alles wohl überlegt sein. Und so ist er auch auftreten. Was noch bemerkenswert ist, er hat auch gesagt, wenn sie absteigen, dann steigen sie ab und dann geht das Leben weiter. Gut, er ist so kampferprobt in den Unternehmen, ja. Wo er auch denkt, hey Jungs, es ist nur Sport. Ja, aber ich denke, er hat schon einen Plan B, irgendwie, wenn so gehört hat, auch bei der Präsentation, die er gemacht hat, der hat schon irgendwie seine Idee, wie er das machen kann. Aber wie du gesagt hast, der ist kampferprobt, der hat schon ein paar Firmen aus unmöglichen Situationen vorgeholt. Und ich denke, auf der sportlichen Basis, denke ich, wird er sicher auch seine Inputs geben. Aber ich denke, er wird dann schon die dann wirklich auch an der Führung sind, dann das machen lassen. Apropos sportlich, da hat es nämlich heute Mittag auch noch einmal geknallt. 6 Spieler hat man aus der Mannschaft geworfen und der Weg zurück, der ist ausgeschlossen. Holzhauser, Tarasay, Georgiev, Ngoi, Aslani und der Ajeti sind ab sofort nicht mehr im Team. Bei Ajeti weiss man, glaub, noch nicht so recht, ist es nur für das Wochenende oder nicht. Ja, warum zum Teufel machst du in dieser Situation? Wirfst jetzt 5 oder sogar 6 Spieler aus dem Team? Geht an. Ja, weil wahrscheinlich eine Reaktion von der Mannschaft. Er hat gesagt, er hat sowieso nichts zu verlieren. Und jetzt hat er sich einmal ein Bild gemacht und hat das Gefühl, diese Spieler können ihm jetzt nicht helfen in dieser Situation. Und von dem hat er jetzt den Weg genommen, mit den jüngeren Spielern das durchziehen bis Ende Saison. Also wie gesagt, er hat nichts zu verlieren. Ob das der richtige Entscheid ist, werden wir Ende Saison gesehen. Oder schon am Wochenende mal. Weil es ist natürlich klar, wenn er Lugano wegputzt, hat er alles richtig gemacht. Wenn er natürlich verliert, kommen die Medien. Oder? Aber wie gesagt, er hat nichts zu verlieren, er probiert halt. Oder? Er ist jetzt seit 2 Wochen da, 2,5 Wochen. Und jetzt hat er sich ein Bild gemacht. Jetzt hat er einfach das Gefühl, das ist für mich der richtige Entscheid. Und ich glaube, jetzt muss man ihm auch
den Entscheid lassen, weil es gibt keinen Sportchef, es gibt keine sportliche Führung. Da ist eigentlich er jetzt am Ruder und er probiert jetzt die Mannschaft zu führen. Geben wir doch die Frage gerade weiter. Warum hat er die Mannschaft durchgemischt? Warum hat er die Spieler aussortiert? Die Botschaft war ja, dass wir einfach einen zu großen Kader haben. Das heißt, wir müssen ja enger zusammenrücken, mehr Nähe aufbauen, mehr Team. Team-Spirit entwickeln, mehr Team-Gedanken leben. Und somit mussten wir den Kader optimieren. Und, aber es ist ja von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Gab es da, wenn wir jetzt von Holzhauser hätten, auch einen Bruch zwischen Ihnen und Rafael Holzhauser? Nein, also es gab nie einen Bruch. Es gab immer eine offene Kommunikation, wo man von Erwartungen spricht. Das heißt, es ist zu der Entscheidung gekommen, weil die Erwartungen von GC und von mir hat der Rafael mit seinen Leistungen jetzt nicht gedeckt. Bam, der sitzt. Wer soll denn jetzt spielen gegen Lugano, wo die Nummer 3 ist in der Rückrunde im Land? Holzhauser hat er als Innenverteidiger laufen, die beiden letzten Spiele. Hat ihm gesagt, du bist einer meiner wichtigsten Männer. Jeti war nebenan. Kannst du mit Jungen der Liga halt arbeiten? Also, er hat ja gesagt, dass jetzt auch im Trainingslager in Italien, dass die Jungen extrem Gas gegeben haben, dass die ein bisschen Frische reingebracht haben. Aber eben, ohne Erfahrung kannst du den Abstiegskampf gleich nicht einfach so bewältigen. Also, klar hat Spieler rum wie Reiner oder der Nathan kommt wieder zurück. Und Cesiger ist auch noch da. Also, es hat schon Spieler, aber eben. Wolltest du dann halt als Trainer, also das ist mein Gefühl, wolltest du gleich irgendwie die Erfahrung dann auch in der Mannschaft in der Hand? Das hat in den letzten Matchen ihm das Zepter zugespielt. Er hat gesagt, du bist mein Innenverteidiger, du bist der wichtigste Mann. Aber jetzt bin ich gespannt, wie er aufstellt. Ja. Was macht Lugano so gefährlich? Jetzt auch vergeht das Wochenende. Der Celestini hat mir so das Gefühl, er hat die Balance gefunden. Sein offensives Spiel hat er nicht vernachlässigt, aber er hat es auch stabilisiert. Wie hat er das gemacht? Ja, er hat sicher also in der Defensive hat stabilisiert. Er hat ein gutes Gleichgewicht gefunden. Oder? Offensiv weiss man, mit dem Gerd, Sadiku, Carlinhos und dem Botani hat er da wirklich ein sehr grosses Potenzial. Und er hat einfach defensiv stabilisiert. Also von dem her, das geht jetzt super auf. Und jetzt sieht man auch das Resultat von dieser Mannschaft. Deep Lugano, Dani, was sagst du? Also ich weiß jetzt nicht, was trainiert haben in Italien, aber ich kann nicht so ein scheinbar gut, aber das sagen, mir fällt auf, alle Mannschaften sagen nach Trainingslager, boah, haben wir so gut trainiert. Ja, eigentlich schon, aber so Tendenz spricht bei mir eigentlich für Lugano. Dann wechseln wir die Partie. Da reden wir über Xamax gegen FC Thun. Ja, ist das Xamax. Während dem Training sind die Medienmitteilung rausgekommen, wo man hat gesagt hat, wir wollen auf junge Spieler setzen, wir wollen eine U21-Mannschaft gründen, als Bindeglied vom Nachwuchs zur ersten Mannschaft. Und der Aschow kann das nicht. Dann kann ich nicht mit Jungen arbeiten. Und so. Ist ja wahrscheinlich, wenn wir zuerst über die wirtschaftliche Situation reden, wahrscheinlich der einzige mögliche Weg für Xamax für die Zukunft zu gehen, ohne gross Geld auszugeben, muss man mit Jungen, geht das noch? Das ist ja so. Also mit dem Präsidenten da weiss ich auch persönlich, dass er natürlich wirklich ein Budget einhalten will. Und da musst du sicher mit Jungen oder mit Spielern halt ablösefreien Spielern und so. Ist klar, der Anschein hat vielleicht wahrscheinlich andere Vorstellungen. Der will Erfolg haben. Er hat selber eine erfolgreiche Karriere gehabt. Hat auf einem anderen Niveau gespielt. Er hat sicher jetzt die Mannschaft die letzten Spiele sicher sehr gut geführt. Hat wichtige Punkte geholt. Aber ich glaube, eben, wie gesagt, der Entscheid ist jetzt nicht gestern gefallen. Und von dem hat er sich gesagt, eben, der Magna hat da eine andere Vorstellung von der Zukunft. Dass der Entscheid falsch ist ja legitim, auch von einem Präsidenten. Vielleicht weiss er mehr, als die Öffentlichkeit weiss. Aber der Zeitpunkt, Dani, könntest du nicht einfach das dem Trainer mitteilen, das Gespräch suchen mit dem Marschall, mit ihm reden, einen Magna verpflichten für ihn und sagen, bleibt unter dem Dach. Das Ganze unter Verschluss behalten. Ja, das ist im Fußball manchmal nicht so einfach. Aber es wäre vielleicht in der Situation, in der sich nicht der Xamax befindet, wäre es vielleicht gescheiter gewesen. Halt einfach wirklich hinter verschlossenen Türen das abmachen, im Monschau aber auch klar kommunizieren. Schau, Ende Saison kommt ein anderer. Ich glaube, dann der Steph so einer gewesen, der das dann lautlos akzeptiert hätte, das bezweifle. Darum hat man vielleicht den Schritt gewählt. Wobei, wenn er es nicht akzeptiert hätte, die Medien, wäre er das Boulet gewesen, oder? Was hätte ich durchsickern? Aber so hat der Club also aktiv informiert. Also, der Präsident sagt, Stefan Aschow, der kann nicht mit jungen Spielern arbeiten. Logisch, sagt er, direkt beteiligt, etwas anderes.
Bon, après, encore une fois, hein, c'est des décisions, c'est des arguments qu'on peut discuter. Moi, je travaille avec les joueurs à disposition, soit comme entraîneur adjoint depuis maintenant 3 ans et demi, bientôt que je suis là, maintenant comme entraîneur principal. On a eu des jeunes joueurs qui sont passés. On a eu Cédric Cessiguer, on a eu Teixeira Pedro. De là, ils sont partis dans les clubs de Super League. On a cette année encore des jeunes joueurs, Charlie Piquel qui est venu de Guetze, Pouloulou, même si ça fait pas longtemps qu'il est là, de Bâle. J'ai l'impression que ces joueurs-là ont progressé. So, das ist natürlich nicht glücklich. Die Woche auch relativ krasse Interview gegeben, finde ich. Auf keinen Fall, weil er bei Xamax bleiben. Gibst du ihm gleich ein bisschen recht? Mit denen Namen, die er aufgezählt hat, wo er sagt, hey, die habe ich rausgebracht, ich habe mit denen geschafft. Also der Degastel hat mit ihnen geschafft, der hat natürlich mitgeholfen, er war ja Assistent. Ist sicher auch, also der Assistenztrainer ist für mich eine ganz wichtige Rolle. Oder? Aber ist klar, er ist natürlich verletzt, enttäuscht von der Art und Weise. Und er war ein Profi gewesen, und ich glaube, wir wissen selber, oder? Wir wollten immer, dass man ehrlich miteinander ist. Oder? Aber wie gesagt, es ist immer sehr schwer, um so Situationen zu akzeptieren. Aber ich glaube, er ist Profi genug. Und er hat es auch gezeigt, als er gespielt hat, dass er das Beste rausholen will. Und das ist natürlich auch für ihn jetzt ganz, ganz wichtig, dass er sagt, jetzt, ich rette dich und dann kann ich den nächsten Schritt machen. Und tschüss zusammen. Er muss hingerlitzen. So, der Nachfolger ist Joel Mannia. Der war 17 Jahre bei IB. Die letzten 12 Jahre hat er im Nachwuchs gearbeitet. Kommt von Neuenburg. Ich habe so das Gefühl, das könnte eine gute Wahl sein. Nicht gegen Arsch, aber es könnte eine gute Wahl sein. Ja, das könnte eine gute Wahl sein, vor allem eben wie der Weg, den du vorher schon angesprochen hast, wo er schon zusammen gesetzt wird, einschlagen, mit Jungen zu arbeiten. Joel Mannia hat hervorragende Arbeit geleistet bei IB im Nachwuchsbereich. Kennt sich aus mit Talent. Weiss vielleicht auch, ich wollte jetzt nicht sagen, dass er schon Xamax sich auf Bern überschillt und vielleicht dann auch die talentierten Spieler vielleicht ein bisschen auslehnt und vielleicht Spielerfahrung dann dort anbringt. Aber das ist sicher eine Möglichkeit. Es wird jetzt einfach ein speziell sein, denn Joel Mannia im Hintergrund probiert die neue Mannschaft zusammenzustellen. Mit dem neuen Sportchef, mit dem Frederik. Ja, Kahn, also. Und Stefan Anschau probiert gleichzeitig dann irgendwie den Club können zu retten. Also es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Außer die 5 oder 6 Spieler, die den Vertrag noch ein Jahr weitergehen, laufen alle Verträge bei Xamax aus. Jetzt kann man natürlich sagen, ich glaube nicht, dass die trötzeln. Weil die wollen ja, der Trainer plus die Spieler, die müssen doch einfach liefern, weil jeder von denen will einen neuen Vertrag. Also ich sage immer, wenn du Profi bist, spielt es keine Rolle, ob der Vertrag ausläuft oder nicht. Aber es gibt gewisse Spieler, wenn du gegen Ende Vertrag einfach Klick machst, dann gehen sie voll. Also ist sicher, ich glaube, es ist sicher vorteilhaft, oder, für die spielen. Die wollen zeigen, weil wenn es bei Xamax nicht weitergeht, müssen sie sich zeigen, damit sie eine andere Lösung finden. Und der Anschau will es natürlich allen zeigen, dass er da eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber es, eben, wie gesagt, jetzt könnte das interessant werden, die Motivation. Und der Anschau hat natürlich schon eine riesen Erfahrung als Fußballer im Ausland und so. Und das wird er den Jungs weitergeben. Viele sagen jetzt, das ist jetzt der Abstiegskandidat Nummer 1, Xamax, aufgrund von dem. Dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Nein, dieser Meinung bin ich auch nicht. Eben, der Geid hat es vorhin gesagt. Oder Steph will allen zeigen, was er drauf hat als Trainer. Weil wenn er den Club rettet, dann hat er sicher einen super Abgang. Und ich meine, das ist auch ein interessantes Attribut wirklich auch für die Spieler, dass wenn sie vertragslos sind, dass sie sich alle zeigen wollen. Ob jetzt der Trainer bis Ende Jahr bleibt oder nicht, das ist dann eigentlich bei uns gesagt, der Spieler egal. Ja. Sie wollen sich interessant machen, sie wollen gute Leistungen zeigen. Und das könnte noch ein sehr interessant und wichtiger Faktor sind für Neustadt Xamax. Und jetzt kommt mit Thun ein Gegner, der seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Man kann sagen, wenn der Sorgic nicht trifft, treten Sorgen ein. Nämlich 4 Spiele, das hat es das letzte Mal gelesen, Februar 2018. Ist jetzt Thun in einer Mini-Krise? Nein, ich glaube glaub nicht. Dramatisiert. Sie machen ja eine super Saison bis jetzt. Oder? Aber du merkst natürlich, wenn jetzt ein Spieler mit einem Sorgic und auf einmal die Goal nicht macht, oder, dann fehlt das denen. Und das sind ganz wichtige Goals. Oder? Und wenn du halt einen Spieler hast, der dir 15 bis 20 Goal macht pro Saison, dann ist das dir die halbe Miete. Oder? Dann fehlt der Dossetti, der Hediger ist ausgefallen. Und jetzt die letzten 4 Spiele läuft es eben nicht so. Und dann merkst du halt, dass die Spieler fehlen. Also von dem her, glaube ich, eine Krise, man muss das Ganze anschauen. Oder? Sie haben eine super Saison bis jetzt. Jetzt müssen sie natürlich schon ein bisschen rauskommen aus dieser Krise. Aber sonst, ich glaube,
absteigen werden sie jetzt nicht. Also du hast wieder einen guten Transfer gemacht. Die Kollegen vom Live-Spielmacher werden sicher über Miguel Gastermann reden, der ablösefrei von Schaffhausen kommt. Gehört im Moment noch eben das sicher Thema bei uns auf dem Teleclub. So, wir reden noch über Luzern. Bei Luzern habe ich das Gefühl, nimm die genau gleiche Mannschaft, die der Vorgänger hatte. Aber anstatt dem Vorgänger, ich sage es jetzt überspitzt, zu sagen, wie schlecht sie sind. Sie ist einfach der Köpfußballspieler, sie sind geile Siechen. Und so, wie der Heberli selber ist, präsentiert sich der FC Luzern. Spielfreudig, positiv. Täusche ich mich? Es ist, nein, überhaupt nicht. Also, es ist bemerkenswert, dass Thomas Seber jetzt dort geschafft hat, in den wenigen Wochen, wo er dort ist. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal muss man gar nicht viel machen. Man tut die gleichen Spieler aufstellen und kein Mensch kommt raus, wieso dass jetzt plötzlich einen anderen Fußball spielt. Es kommt manchmal auch darauf an, wie du auf die Spiele zugehst. Dann tust du ein einzelne Schräubchen drehen und tust ihnen vor allem immer positiv begegnen, vielleicht auch jeden Tag im Training. Und dann kann das manchmal wahre Wunder bewirken. Und wie man im Moment die Leistungen der Luzerner sieht, trifft das ein. Und nicht das Wunder, aber der 2/3 Frühling erlebt vor allem ein Spieler unter dem Thomas Heberli. Pascal Schürpf und Thomas Heberli. Das Erfolgsduo beim FC Luzern. Seit Heberli die Zentralschweizer übernommen hat, läuft's. Vor allem bei Pascal Schürpf. 4 Scorerpunkte in den letzten 3 Spielen. Das macht Freude. Schlussendlich spielt das im Offensivspieler in die Karte. Wenn die Mannschaft wieder, wenn alles läuft und wir zu mehreren Offensivaktionen kommen, dann bist du als Offensive froh, dass du zu Chancen kommst. Und natürlich bin ich glücklich, dass ich sie auch verwerten kann. Er trainiert, er gibt Gas, er spielt, was ich von ihm verlangen kann. Im Moment besonders gut. Das gibt irgendwann eine Harmonie, hoffentlich. Die Harmonie gibt es jetzt schon. Seit Heberli in Luzern das Sagen hat, holte nur Ibe mehr Punkte als die Luzerner. Besonders kurios, bereits in der letzten Saison drehte der FCL im März so richtig auf. Ein Zufall? Es ist auch lustig. Ich glaube, mein Monat war letztes Jahr auch im März der beste Monat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich langsam die Kälte wegkommt, langsam die Sonne wieder kommt. Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist lustig, dass es wieder genau so ist. Aber hoffen wir, dass es auch anhaltet. Die nächste Gelegenheit, um das Formhoch zu bestätigen, gibt es am Wochenende gegen den FC Basel. Sowohl Schürpf wie auch Heberli haben Vergangenheit beim FCB. Trotzdem sieht die Gefühlslage der beiden vor dem Kracher völlig anders aus. Ja, jetzt im Moment ist es sicher speziell, weil ich, die Leute können, sehr nahe können, eng mit ihnen zusammengearbeitet haben. Es hat sich alles wieder geändert. Es sind viele neue Spieler, viele neue im Staff. Also von dem her ist von dieser Hinsicht nichts mehr Spezielles. Es ist noch nicht lange her. Und darum ist es sicher speziell. Aber wenn es dann mal losgeht, ist klar, ist der Fokus nicht mehr bei Basel, sondern bei Luzern. Sagt der Thomas Heberli. Ja, kann man sagen, mit dem FC Basel kommt jetzt ein echter Tester, Dani. Ja, und interessante Fische jetzt. Jetzt nicht nur wegen den Spielern, die Vergangenheit in Basel haben, sondern Basel hat auch langsam wieder einen Aufwind. Und das hat Luzern auch. Und das kann, denke ich, ein richtig, richtig guter Match werden. 9 Spiele ohne Niederlage ist die Serie, die sie haben. Zweimal das letzte Unentschieden gespielt gegen IB. Jetzt sollen alle 6 Innenverteidiger zum ersten Mal wieder parat sein. Was macht jetzt der Marcel Koller? Bleibt er bei dieser? Was hat er zuletzt gehabt? Balanta Suchi? Zambrano gehört man nur gut. Gaetano. Ja, und ja, bringt er den. Und die Spiele, die er anfangs Rückrunde gemacht hat, hat er auch gut gemacht. Und auch gehört, in der Vorbereitung war er gut. Aber ich glaube, jetzt, wenn er ein bisschen Konstanz bringen will, und das haben sie jetzt auch gezeigt, dann wird er wahrscheinlich mit dem Balanta und Suchi zusammenspielen. Ayeti hat zuletzt gebänkelt, in Nati hat er gespielt. Ist auch noch so ein Potenzial für uns Journalisten, wenn er mal etwas könnte. Ja, aber ich glaube, die letzten Auftritte bei Basel waren eigentlich durchwegs positiv gewesen, sind interessant gewesen. Er hat mehrmals gezeigt, dass er ein Stürmer mit Zukunft ist, dass er dem FCB etwas bringen kann. Und ich denke, es gibt keinen Grund, wieso Koller nicht auf ihn verzichten sollte. Du als Spielerberater, hinter dem Okafor-Sieg scheint es halb Europa her. Inter, der BVB, Man City, stimmt das? Das sind natürlich Gerüchte, oder? Aber er hat natürlich ein riesiges Potenzial und er hat es jetzt auch aufgerufen. Er hat es auch gezeigt. Wir wollen Summen hören, Gaetli.
7 Millionen, 8 Millionen, je nachdem, welche Liga. Das Ziel ist natürlich, wenn du beim FC Basel die wirklich durchsetzt, dann schaust du mal, was der Akanji, Shaqiri und alle die verkauft worden ist. Und das ist wahrscheinlich das Ziel auch vom FC Basel. Und dann vom Finanzchef, ja. Das ist klar. Und ich glaube auch, der Spieler will den nächsten Schritt machen. Aber ich glaube, der Spieler ist, muss sagen, sehr vernünftig. Er will, glaube ich, sich jetzt bei Basel durchsetzen und längerfristig hier spielen und dann den nächsten Schritt machen. Aber es ist klar, wenn ein Angebot auf den Tisch kommt, dann musst du das anschauen. Und dann wird das ganze Package angeschaut und dann wird entschieden, ob es schon im Sommer ist oder halt erst vielleicht in den nächsten Jahren. Der nächste Schritt heisst also, dass zuerst gegen FC Luzern spielen. So, wir wollen noch schnell die Rundenübersicht uns vor das Auge führen. Wir haben dann noch IB gegen FC St. Gallen und wir haben im Free-TV noch Sio gegen FC Zürich. Sio Zürich, da sage ich, kannst du schon 5 lieber aufwerfen. Das ist jetzt wirklich 50-50. Ja, und normalerweise also, geht man nicht gerne ins Wallis runter zu shooten. Also, das sind meistens unangenehme Matches. Ja. Und Sion hat jetzt eigentlich in den letzten Matches auch ab und zu mal einen guten Auftritt gehabt. Also, das ist wirklich offen. Und IB St. Gallen, den schenken wir uns. St. Gallen hat noch nie gewonnen, seit es den Stade Suisse gibt. IB, der Dampfer, ist nicht überzeugend, aber einfach last minute goal. Schenken wir uns für heute mal. Gaetano, merci vielmals für deine Einschätzungen. Dani, merci vielmals für deinen Besuch. Genau. Natürlich die ganze Super League bei uns auf dem Teleclub. Und heute ab der 4. vor 8. Schaut doch rein bei meinem Kollegen, beim Chris Augsburger, beim Challenge League Studio Servet gegen Winterthur. Und wenn ich sage Studio, es ist, darf ich sagen, ein geiles neues Studio. Alles brandneu bei uns beim Teleclub. Reinschauen lohnt sich sicher ab der 4. vor 8. So, gutes Fußballwochenende mit dem Teleclub und der Raiffeisen Super League. Bis gleich, ein anderes Mal. Ciao. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.